Es gibt in der westlichen Welt Unbelehrbare. Man sollte ihnen großzügigerweise ein halbes Jahr Sonderurlaub in das Arbeiterparadies der Rotchinesen in Tibet vermitteln. Eine 44-Stunden-Woche gibt es in diesen Arbeitshäusern nicht. An einem einzigen Tag im Jahr herrscht Arbeitsruhe, und das ist am chinesischen Neujahrstag. 364 Tage wird im gleichmäßigen Rhythmus gearbeitet. Morgens um 5 Uhr ist nach kurzer Nachtruhe Wecken. Die Arbeiter erhalten heißes Wasser zum Trinken und etwas Barley-Samen. Das ist eine Art Hirse. Danach ist politische Morgenfeier, bei der Lieder auf die rote Sonne Mao gesungen werden. Wer nicht kräftig genug mitsingt, muss sich in der abendlichen Diskussion selbst beschuldigen und Besserung geloben. Um 8 Uhr gibt es ein kleines Frühstück in Gestalt eines Schälchens Reis. Mittag und Abendessen sind wieder genauso dürftig. Keiner kann sich satt essen. Am Abend von 9 bis 10 Uhr wird über die Tagesarbeit gesprochen. Die Tagesbestleistungen werden mit geringfügigen Geldgaben belohnt. Die anderen gehen leer aus. Da nur die Bestleistungen prämiert werden, erhalten die meisten der Arbeiter im ganzen Monat nicht einen Pfennig. Regulären Lohn gibt es ohnehin nicht. Kleidung, Essen und Wohnung sind im kommunistischen Paradies schon mehr als genug. Wer zu den Prämierten gehört, kann sich in der Kantine etwas Zusätzliches zu essen kaufen. Den Tagesabschluss um 10 Uhr bildet wieder eine politische Feier und Verherrlichung des einzigartigen Mao. Im günstigsten Fall kommen die Arbeiter zu 6 Stunden Nachtruhe. Diese chinesischen Volkskommunen und Arbeitslager haben noch Eigenheiten, die uns Westlichen überhaupt nicht eingehen wollen. Die Arbeiter dürfen bei der Arbeit nicht miteinander sprechen. Werden sie dabei von den unzähligen Wachen erwischt, gibt es lange Verhöre wegen geplanter Rebellion. Auch bei den Mahlzeiten herrscht eine ähnliche Disziplin. Nur bei der politisch geleiteten Diskussion dürfen sie sich unter Aufsicht zum Wort melden. Wie steht es nun mit den rotchinesischen Begriffen von Familie und Ehe? Eine Familie gibt es nicht mehr. Diese Funktion hat der Staat übernommen. Eine Ehe kann auf dem Papier noch bestehen. In Wirklichkeit gibt es nur noch eine vorübergehende Institution zur Sicherung der Fortpflanzung. Zwei junge Menschen können vor der Lagerleitung erklären, dass sie heiraten wollen. Sie werden dann bei der abendlichen Diskussion als Verheiratete bekannt gegeben und dürfen eine Woche lang beieinander sein. Das bedeutet aber keinen Urlaub von der Arbeit. Sie müssen tagsüber genauso viel arbeiten wie sonst, damit die Produktion nicht geschädigt wird. Nachts dürfen sie aber zusammen sein. Ist diese genehmigte Woche zu Ende, dann werden sie wieder in verschiedene Lager gesteckt und sehen sich das ganze Jahr über nicht mehr. Erwartet die junge Frau ein Kind, dann wird sie unmittelbar vor der bevorstehenden Geburt in die Klinik eingeliefert. Nach der Geburt darf sie 5 Tage ihr Kind sehen. Dann wird es ihr unter irgendeinem Vorwand weggenommen. Man sagt ihr zum Beispiel, dein Kind hat eine ansteckende Krankheit bekommen. Wir haben es deshalb zur Behandlung in eine andere Klinik gebracht. Wenn die bestürzte Frau dann in der anderen Klinik nach ihrem Kind fragt, weiß niemand etwas von der Einlieferung des Kindes. Die Kinder werden vom Staat erzogen. Das ist die beste Gewähr dafür, dass es keine Reaktionäre gibt, sondern gute Jungkommunisten. Das zweite Ehejahr sieht ähnlich aus wie das erste. Die jungen Leute dürfen wieder eine Woche im gleichen Lager zusammen sein, natürlich wie immer nur arbeitend. Danach folgt die gleiche Tragödie des Auseinandergerissenwerdens. Kommt abermals ein Kind, dann sieht es die Mutter genau wie das erste Mal nur 5 Tage. Ist die Zeit vorbei, da diese Frau Kinder haben kann, kommt sie in ein weit entferntes Lager und sieht ihren Mann nie wieder. Von ihren Kindern weiß sie ohnehin nicht, wo sie sich aufhalten. Die Kinder gehören dem Staat. Ein anderes Kapitel ist dann die Sorge für die Kranken, Verunglückten und Alten. Oberster Gesichtspunkt für die Arbeiterfreunde ist der Maßstab der Produktionskraft. Wer nicht arbeiten kann, der soll nicht essen. Die Alten haben zu arbeiten, bis sie umfallen. Dann erhalten sie die erlösende Spritze. Das ist eine schnelle Altersversorgung. Wenn eine jüngere Arbeitskraft, Mann oder Frau, erkrankt, dann hat der Arzt zu entscheiden, ob sich die Reparatur lohnt. Anders kann man es nicht sagen. Erfordert die Genesung zu viel Zeit oder Aufwand, dann beendet ebenfalls die Spritze das Leben des Kranken. Die gleiche Praxis wird auch bei Unfällen gehandhabt. China hat ja mehr Esse, als es brauchen kann. Kommt beim Straßenbau etwa ein Bein- oder Armbruch vor, so ist meistens die Spritze das Ende des jammervollen Lebens. Der Listenführer bucht den Verunglückten dann aus der Kartei. Die Leiche geht in die Düngerverwertung. Der Text stammt aus dem Buch "Uns her wirst du Frieden schaffen" von Kurt Koch und beruht auf Berichten von chinesischen und tibetischen Flüchtlingen.